Was geht ab, Jungs? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Channel. Und heute gibt es einen ganz speziellen Investing-Tipp. Und der, ja, das ist garantiert, dass ihr da könnt ihr überhaupt gar keinen Verlust machen. Und dieser Trading-Tipp ist eigentlich ja eine ganz, ganz safe Investition. Ich möchte euch heute den vorstellen. Und ich glaube, ihr habt alle schon mal was davon gehört. Ja, ihr seht schon. Ja, das sind Irländer. Das sind keine speziellen Spieler. Das sind einfach Karten aus Irland. Ihr seht schon, ich habe mir einige erboten. Und was sehen wir denn da? 350 habe ich dafür gezahlt. Und ganz ehrlich, ihr könnt den für 300 abstoßen. Und ihr wisst ja selber, die Spieler können einfach nicht billiger werden als diese 350. Von dem her könnt ihr auf jeden Fall keinen Verlust machen. Was passiert jetzt aber? Warum Irländer? Und zwar ist es einfach so, dass am 17. März der St. Patrick's Day ist. Ja, und das halt einfach ein irischer Feiertag ist, wo in manchen Teilen der Welt halt gefeiert wird. Und da bringt natürlich auch EA Sports speziell wieder, ja, natürlich auch SBCs raus. Und letztes Jahr war das ja ganz krass eigentlich, weil da haben die diese grünen Karten released, die ihr vielleicht auf dem Thumbnail auch schon gesehen habt. Und dann konnte man sich da Goldpots ja sozusagen erspielen. Und zwar hat man dann halt einfach einen Pack bekommen, wo dann zwischen 50 und 100.000 Coins zum Beispiel drin waren. Und dafür, für die SBC, hat man natürlich dann auch grüne Spiele gebraucht. Beziehungsweise ist es eigentlich scheißegal, was wir letztes Jahr gebraucht haben. Dieses Jahr wird wieder ein Hype entstehen. Und die Irländer werden sie natürlich wieder steigen. Wir müssen schauen, wenn wir hier zum Beispiel aus der Premier League welche haben. Die sind natürlich dann schon teurer und die werden auch nicht unter 500 gehen. Aber die werden sowieso nicht unter 500 gehen. Dieses ganze Event startet, wie gesagt, am 17. März. Das heißt noch über einen Monat. Und das heißt einfach, dass dieser Hype noch nicht da ist. Was machen wir jetzt? Wir als Trader, wir wollen uns nicht mit EA anlegen. Das heißt, wir kaufen Spieler vor dem Hype. Bevor dann YouTuber, ach so große YouTuber vor allem, eben sagen, yo, der St. Patrick's Day kommt und dann investiert alle in die Irland-Karten. Und es wird meistens einfach so sein, dass diese Karten davor teurer sind als bei dem Event, weil einfach ein riesen Hype entsteht. Was ich euch jetzt empfehlen würde, baut euch einfach hier so ein Dream Squad. Und versucht einfach im Laufe der nächsten Zeit jeden einzelnen Irländer so billig wie es geht in euren Verein zu bekommen. Ihr seht schon, Cole, die habe ich alle auf der Transferliste schon. Man kann jetzt sagen, ja, man investiert auch meistens in Informs. Schaut euch mal an, das ist der einzigste Gold-Inform, glaube ich, von Irland. Und der kostet halt über 30.000. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach viel zu risky. Ich meine, ich könnte ihn jetzt mit 1 Million vielleicht noch Price fixen, aber ich glaube, der, wie viel hat er denn? 50.000 wahrscheinlich Maximum, genau. Mir ist das Risiko definitiv zu groß, dass dieser Spieler dann extrem sinkt, wenn man ihn nicht braucht. Wenn, ich glaube kaum, dass die einen Irländer als Inform da benutzen wollen, sonst, weil den gibt es eh, den gibt es ja nur ganz, ganz selten. Das heißt, der wird sofort extinct sein und keiner könnte die SBC mehr machen. Also brauchen wir diesen höchstwahrscheinlich nicht. Wenn ihr jetzt investieren wollt, dann fragt euch vielleicht, ja, ich habe keinen Platz auf der Transferliste. Erstens, ihr könnt euch die Spiele erbieten und auf der Kandidatenliste einfach lassen. Zweitens ist es ja das, was ich euch gerade gesagt habe. Ihr versucht jetzt einfach mal, dass ihr jeden Spieler so billig wie es geht, beobachtet einfach die Preise über ein paar Tage und dann schnappt ihr den einfach und steckt ihn einfach in euren Verein. Vielleicht noch kurz, ja, der Hinweis, Irland findet ihr bei Republik Irland, nicht falls ihr länger suchen müsst, ne? Und dann habt ihr die alle hier schon im Verein und die kann euch auch keiner mehr wegnehmen und wenn ihr die für 150 oder so gekauft habt, dann könnt ihr sowieso keinen Verlust machen. Hier habe ich noch diesen Spieler hier, ich habe ihn einfach ein Spiel gespielt, war mal ein Player of the irgendwas. Hier wahrscheinlich. Hat eigentlich ganz geile Werte. Vielleicht kann man den benutzen. Das glaube ich aber auch eher nicht. Wie gesagt, Jungs, ihr müsst euren Verein jetzt rüsten. Und dann werdet ihr auf keinen Fall Verlust machen und könnt die ganzen Spieler, egal wie wild diese Investitionen sind, im Hype verkaufen. Weil der Hype wird definitiv. Genau, weil der Hype halt definitiv kommen wird. Dann könnt ihr auch keinen Verlust machen. Und wenn dann große YouTuber, wie gesagt, ein Video droppen, dann verkauft ihr eure Spieler. Und ihr müsst es eben jetzt halt einfach kaufen, damit ihr noch keinen Verlust machen könnt, bevor der dieser Anfangshype entsteht. Das ist ja eigentlich genau das gleiche wie beim Play of the Month, nur dass dieses Event halt etwas größer ist. Ich würde sagen, das war's auch von mir.
Lasst gerne ein Abo da, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, für mehr FIFA 18 Videos allgemein, Pack-Openings, Weekend League und so weiter. Könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Ansonsten über ein Like würde ich mich selbstverständlich auch freuen. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Video hier. Ist nicht so lang, aber ich denke, ich habe kurz und knackig erklärt hier, wie ihr diesen Trading-Tipp, ja, den Investment-Guide ist es ja eher, anwenden könnt. Und ich denke, ja, das ist eigentlich was ganz Sicheres, dass ich euch einfach mitteilen wollte. Ja, bevor dieser ganze Hype jetzt entsteht. Also wer dieses Video geschaut hat, hat auf jeden Fall einen Vorteil. Also nutzt diesen Vorteil. Und damit bin ich raus für heute und ciao.